Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Mein Mikro ist schon wieder. Och Mann, ey. Ist das denn hier heute wieder? Naja, egal. So, wir gucken erstmal, was wir heute in der Post haben. Heute ist der 1. August. Das heißt, es gibt ein paar neue Dinge. Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie Nick Shopping entgegenbringen. Wir möchten Sie heute auf ein wunderbares, sensationelles Angebot. Okay. Sternschnuppen, Mama, okay. Achso. Dann haben wir ein paar Zinsen wieder bekommen. Sehr schön. Und Gilleval war gestern da. Ich bin gespannt, was wir heute hier bekommen. Ich hoffe, was Cooles. Oh, komm, Gilleval, was gibt's denn mir? Eine Piratentapete. Oh, das ist schon mal sehr cool. Das ist echt cool. Und ein Stifthalter von Mama. Den wir irgendwie gefühlt immer bekommen, oder? Ich glaube, ich habe so viele von denen. Aber ich glaube, ich habe es auch letztens verkauft. Oh, ich muss mal eben kurz mit meiner Wasserflasche herumsprühen, damit es ein bisschen kühl ist. So, dann wollen wir hier gucken, an die Wand. Oh, das sieht echt cool aus. Sieht wirklich cool aus. Bewegt sich das Meer? Nee, ne? Nee, schade. Aber sonst sieht das echt cool aus. Ja, gefällt mir sehr. Dann kommst du erstmal wieder ins Lager. Stifthalter auch. Das können wir noch verkaufen gehen. Wir werden heute einfach mal wieder ein bisschen fischen und so. Mal gucken, was es heute alles so gibt. Und das Feuerwerk dann kommt wahrscheinlich dann am Montag früh irgendwann. Oder abends. Müssen wir mal schauen. So, Nepp und Schlepp. Was schenkt ihr mir hier? Beziehungsweise was verkauft ihr mir? Ach man, immer nur nicht so nützliche Sachen. Mann, ihr könnt euch auch mal anstrengen, irgendwas Besseres zu verkaufen, ey. Mir fehlen ja hier immer noch die ganzen Möbellinien. Weil irgendwie gibt's das hier gar nicht mehr. Die royalen Möbel fehlen mir sehr. Und noch andere. Finde ich ein bisschen traurig. Traurig. Ist Rainer da? Nee, ne? Heute Samstag. Das ist, glaube ich, KK da. Den ich so nervig finde. Wieso ist er überhaupt da? Wieso? Ich verstehe das nicht. Wieso der immer da ist? Ich meine, der bringt einem nicht sonderlich viel. Da haben sie das damals in New Leaf besser gelöst. Da war ja einfach, hatte so eine kurze Bar, so eine kleine Bar in der Stadt. Und das war's dann auch. Na gut, wir holen uns noch eben meine Medaille, Meilen ab. Ich kann heute nicht sprechen, Leute, es tut mir leid. Ich habe außerdem Skins endlich fertig. Aber ich muss sagen, ne, das war ein Auf und Ab, ey. Beziehungsweise eher ein Ab und Auf. Die ersten zwei Staffeln, ja. Bis ich da mit den Charakteren, Gott, wie nennt man das denn jetzt? Bis ich da die Charaktere irgendwie cool fand. Ja, was ist das denn hier alles? Ich kauf mal eben alles. Gott, wie... Och man, ich weiß, ich komme gerade nicht auf den Satz, Leute. Es tut mir echt leid. Hier ist immer noch nur altes Zeugs. Ach, bis ich mit den Charakteren der ersten und zweiten Staffel warm geworden bin, ne? Boah, da war dann das Halbfinale und danach... nach dem Finale waren sie dann irgendwie auf einmal alle weg und ich dachte mir so... Hä? Es bleiben noch so viele Fragen offen. Hä, was ist denn jetzt mit dem passiert und so? Und... Ja, also das war echt ein Graus. Dann... dritte, vierte Staffel, da kam ich relativ schnell mit dem neuen Cast aus, denn die waren deutlich talentierter als die ersten waren echt Horror zu anschauen. 3 und 4 waren sehr gut, fand ich, glaube ich, die besten Staffeln. Dann im Finale war dann auch schon wieder so ein Cliffhanger, ja. Da habe ich dann auch nicht verstanden. Hä, was ist denn jetzt mit der Person passiert? Hallo? Könnt ihr das jetzt mal beantworten und nicht einfach wieder einen neuen Cast aufstellen? Das
Das war echt hart. Hart. Weil niemand wusste, ob er jetzt da gestorben ist oder nicht. Das wollte jeder wissen. Mann. Dann die 5., 6. Staffel, die war wieder sau langweilig. Obwohl die ersten 2 Folgen waren interessant und danach war es wirklich nur noch öde, langweilig. Hat mir nicht gefallen. Ich würde die Serie auf jeden Fall nicht nochmal anschauen. Wenn ich die nochmal anschauen müsste, dann nur in Staffel 3 und 4. Die waren noch in Ordnung. Da war halt der Cast ganz cool. Da spielte die eine Frau von Maze Runner mit. Die Schwester von Thomas. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Die spielt da auf jeden Fall mit. Hat mich sehr überrascht. Ach, wir haben noch keine 9 Uhr. Ach, 8 bis 6 haben wir erst. Okay. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mal ein paar Fische. Ja, das machen wir. Ich habe keine Ahnung, wo die neuen Fische sind. Habe mich nicht erkundigt. Das will ich erst das nächste Mal da machen. Lukas sitzt da auch schon schön. Und kleinen Fisch habe ich schon lange nicht mal gesehen. Ich bin, glaube ich, eh noch ein bisschen verstört von den ganzen Insekten. Ach, stimmt. Das können wir eben noch machen. Ich habe nämlich was gefunden. Und zwar diese Larvenhaut da von Zikaden. Ich weiß, die ist nur 800 wert, aber bis ich die mal gefunden hatte, ja, ist echt, boah, schrecklich. Habe ich, glaube ich, gestern gefunden oder so. Oder vorgestern. So, die geben wir mal eben ab. Weil ich habe vielleicht auch vor, dass man jeden Samstag oder Sonntag, also am Wochenende, einmal ins Schlummerland dann geht. Ich habe mir schon mal ein paar kurz rausgesucht. Ich will etwas stiften. Ja, Zikadenaffenhaus. Bitteschön. Oh nein, ein Zikadenaffenhaus. Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie sich wirklich mehr über dieses Exemplar zu wissen? Oh, ach so, gut. Wenn das so ist, Hüste. Ah, dreiste Zikaden. Nicht nur stören Sie die Nachtruhe, Sie lassen auch Ihre Zikadenhaut herumliegen. Wenn aus einer Zikaden-Nymphe ein erwachsenes Tier wird, sitzt sie an einem Baum und streift ihre Haut ab. Und diese abgelegte Hülle bleibt einfach dort an Ort und Stelle hängen. Furchtbare Manieren und ein furchtbares Tier. Na, in jedem Fall, allerherzlichsten Dank für Ihre wundervolle Spende. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ja. Sollen wir einfach... Ich habe eigentlich schon Lust, doch mal eine andere Insel zu sehen. Jetzt ist ja auch Wochenende, ne? Damit läute ich das ja dann quasi ein. Jede Woche ein Schlummerdings. Ein Schlummerland, da können wir das eigentlich heute nochmal machen. Ja. Finde ich eigentlich ganz gut. Platz da. Ich habe auch vor, irgendwie zumindest mal einmal alle Blumen gezüchtet zu haben. Ja, da muss ich dann noch schauen, was ich kreuzen muss und sowas, was mir überhaupt noch fehlt. Die goldenen Blumen fehlen mir auf jeden Fall noch. Und den Rest weiß ich jetzt nicht. Bestimmt irgendwelche hässlichen Farben. So. Unten war das. Stimmt, unten. Unten. Okay, dann... Wollen wir nochmal hier schlummern? Oh, ich mag die schlummern, Leute. Ich hoffe, mein Mikro ist jetzt halbwegs repariert. Das wäre nämlich echt nervig, wirklich. Sehr nervig. Oh. Ich heiße Sie willkommen. Digitale Träume warten nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden. Also, was kann ich für Sie tun? Ich möchte träumen. Ja, mach mal. Stell mal hier Internet her. Ich
Speicher vergessen. Zu welcher schlimmen Anschrift möchten Sie reisen? Mir fehlt immer noch dieses Zufällige. Aber ist in Ordnung. Fürs Erste. Find zufällig trotzdem viel cooler, als hier immer irgendwas rauszusuchen. Und 8005. So. Sind das eigentlich die, die Freundescodes? Oder sind das tatsächlich andere Codes? Avenir. Oh, Avenir klingt schön. Jawohl, lass mal gucken. Könnte auch eine Random-Zahl eingeben, aber ich bin mir nicht sicher, ob man da dann wirklich was findet. Öffnen Sie Ihren Geist, dem Datenstrom, und betreten Sie den Traum von Avenir. Oh, Avenir hört sich echt cool an. Hört sich sehr mittelalterlich an. Oder Fantasie. Mittelalter, Fantasie, Fantasy, nur. Mal schauen, ich bin gespannt. Aha. Wieder kein Design-Terminal, schade. So, ja, ich bin da. Tiefen Schlaf. Dankeschön. Heißt das dann immer, dass sie kein Dings haben? Weil bis jetzt habe ich noch keine Insel hier gefunden, wo ich hier ein Design-Terminal habe. Oh mein Gott. Okay, warte, wir fangen hier. Oh, das ist ja cool. Avenir. Oh, schön. Welche Inselform ist das? Oh, nicht meine. Okay. Hallo. Athena, I see you. Oh. Sehr schön. Oh, das ist auch schön gemacht. Das finde ich auch schön. Gehen wir hier weiter. Aha. Sehr cool. Oh, das ist auch schön hier. Oh, Misusu habe ich ja auch. Cool. Oh, ich möchte ja diesen Weg hier haben, ne? Diesen Weg möchte ich haben. Aber ich finde das Design momentan noch nicht. Das macht mich manchmal sogar traurig. Hier hat sie nichts. Okay. Laufen wir hier ein bisschen. Oh, das sieht so schön aus. Sieht echt schön aus. Wow. Ich mag das hier voll. Da hinten steht noch einer. Hier werden wohl Blumen gezüchtet. Covid-19. Okay. Was hast du, Kleine? Hi. Ich weiß gar nicht, was ich sage. Weiß es nicht. Aber es ist echt schön hier. Hier geht's dann zum geheimen Strand wahrscheinlich. Ja. Okay. Sehr schön. So, hier oben haben wir wahrscheinlich einen japanischen. Oh. Bang. Oh, sehr schön. Ja, sehr schön hier. Echt gut aus. So, hier haben wir die Steine, okay. Und von jeder Blumensorte. Na, hier wird noch fleißig gezüchtet. Water, please. Water, please. Ich weiß gar nicht, ob das was. Oh, hier. Hier haben wir goldene, sehr schön. Sehr schön. Jede Farbe hier. Ja. Sehr gut. Hier mal. Hier sind ein paar Bienen. Das ist auch sehr wichtig. Da hinten steht noch jemand. Hallo, willkommen zu Avenir. Oh. Ja. Ich wusste gar nicht, ne? Dass man Palmen da drauf platzieren kann. Ich muss das auch mal ausprobieren. So, ist hier am Strand noch was? Mal schauen. Nee, sieht nicht danach aus. Oh,
Das ist natürlich auch schön, dass man. Oh, Mann. Ich würde auch so gern so gut bauen können. Hier haben wir den Campingplatz, okay. Hier haben wir ein bisschen Essi-Essi. Ich finde diese Badetücher so cool. So, hier sind wir jetzt wieder am Anfang. Gehen wir mal eben hierher gucken. Haben die auch alles eingerichtet? Würde mich auch interessieren. Oh, ist das dunkel hier. Kann ich das Licht anmachen? Nee, kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht. Auf jeden Fall ein schöner Kratzbaum hier. Die Tapete passt jetzt vielleicht nicht ganz dazu, aber... Ne, ich habe ja eh keine Ahnung. Oh, hier haben wir den Holzraum. Oh, oh, das sieht schön aus. Wenn man da jetzt noch rein könnte, ja, wie in Sims oder so, ne? Das wäre so cool. Das wäre so cool, dass man einfach mal ein bisschen mehr mit den Möbelstücken interagieren kann. Das fände ich halt nice. Aber naja, Nintendo. Nintendo. Schön. Ach, das waren Kirschblütenrezepte. Och Mann, ich hätte auch gern so eine coole Laterne. Ach Mann. Schade. Schade, aber ich habe nie so viele Rezepte bekommen. Traurig. Traurig, traurig. Das ist. Oh, eine Küche. Eine sehr schöne Küche. Der Pizzaofen fehlt mir hier. Der Pizzaofen. Sonst. Ach, Scooby-Doo ist heute draußen. Also, zwar ein alter Teil, aber auf Netflix zumindest. Der Film, den werde ich mir gleich anschauen. Und London Has Fallen wollte ich mir auch noch anschauen. Ist auch heute rausgekommen. Ist eine Serie über London. Aber ich weiß nicht, was da drin passiert. Aber es klang interessant. London Has Fallen. Ah, hier haben wir ein Schlafzimmer. Na, das Schlafzimmer mag ich nicht so holzig. Ist mir zu rustikal gehalten hier. Das ist auf jeden Fall nicht mein Haus. Nicht mein Haus. So, gehen wir mal raus hier. Und guck mal in das nächste Haus rein. Boah, ich muss sagen, das ist echt gut gemacht hier. Mir gefällt das hier sehr, wirklich. Warte. Ah, da sieht man auch so ein bisschen die Holz. Das hier sieht schon eher moderner aus, würde ich sagen. So sandfarbig. Bin mal gespannt. Oh, hier ist glaube ich noch in Arbeit. Auch Feuerwerkstapete. Okay. Okay, wieso gebe ich nicht jedem diese Dings? Okay, Akademie des schönen Hauses. Bronze nur. Ich gehe jetzt hier doch nicht durch jedes Haus hier. Weil irgendwie hier ist zum Beispiel nicht mehr so viel wie vorhin. Ja. Da, wir haben auf jeden Fall alle Post hier, ne? Ja, I see you. Sehr schön, dass du mich siehst. Oh, der Garten ist einfach voller weißer Rosen. Hallo, Huschke. Oh, Huschke ist echt cool. Die haben alle den gleichen Garten, okay. Ich meine, es sieht echt schön aus, tatsächlich. Och man, immer wenn ich sowas hier sehe, vor allem das hier gefällt mir sehr gut. Dass man sagt, dass man da einfach solche Statuen drauf platziert. Finde ich echt cool. Wir haben ein Sterndings. Oh Mann, ey. Ich muss noch einiges machen, Leute. Dass ich auch auf so einen Stand hier komme. Aber ich warte eigentlich noch auf die Pilzmöbel. Naja, gehen wir mal wieder zurück, Leute.
Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden jeden Samstag oder Sonntag. Kommt drauf an, wie es fällt, weil wechselt sich ja meistens ab mit Harry Potter momentan. Ja. Ja, dann besuchen wir ein Schlummerland. Ach, wohin gehe ich denn hier? Ja, egal. Na, wir sehen uns dann. Bis dann, euer Kamito haut rein und ciao.